Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play Fallout New Vegas. Ja, wir waren ja hier stehen geblieben. Ich habe jetzt noch ein paar Dinge hier in den Ofen reingetan. So, und huch, falsche Taste, das wird mir wohl noch häufiger passieren. Und wir müssen nun, ich guck mal ganz kurz hier auf unseren Pitboy und oh Gott, ich muss eigentlich mal die Sensitivität meiner Maus runterstellen. Denn die flitzt hier doch ziemlich über den Bildschirm. So, dann haben wir hier sonstige, nein, Aufgaben. Dynamit von Easy Pete besorgen, das können wir leider nicht, weil wir da nicht genug Erfahrung haben. Und zu Ringo zurückkehren, wenn sie bereit sind, mit dem Kampf gegen die Pulverbanditen zu beginnen. Und, ja, wir haben hier jetzt Gegenstände. Haben wir bei Kleidung ein gepanzerter Vault 13 Overall und eine Metallrüstung. Schadensschwelle 12. Die macht auf jeden Fall mehr Schaden. Nein. Hält mehr ab. Okay. Wie ist eigentlich der Zustand? Ja, ist voll. So, sonstige Elektroschrott, Karawanen, Deck, Munition. Waffen. Was haben wir hier? Fernglas. Da können wir gleich mal durchgucken. Huch. Mit Tab. So, wir sind hier in unserem Haus in Good Springs. Und, huch, jetzt haben wir nichts an. Auch gut. Dann halten wir das schon an, eben. Kleidung. Metallrüstung. Ja, dann halten wir die Metallrüstung schon an. Okay. Okay, Tür öffnen. Zu nach Good Springs. So, das Gebiet östlich des Colorado ist als Caesars Land anerkannt. Hier herrscht die Legion von Caesar eingesetzte hier herrscht die Legion von Caesar eingesetzte Stellvertreter. Ja, und wir werden dann jetzt gleich mal zu unserem guten Ringo hingehen und ihm Bescheid sagen, dass wir soweit sind, die Pulverbande in die Flucht zu schlagen. Ja. Ich schneide ganz kurz den Ladescreen raus, denn das ist ja nicht so interessant. Ach, gut. Ich habe jetzt übrigens festgestellt, dass ich gerade meinen Timer noch gar nicht gestartet habe. Einen Moment. Nein, ich habe jetzt entschlossen, dass ich immer 30 Minuten aufnehme. Das Intro kommt vor diesen 30 Minuten, aber ich teile diese 30 Minuten in zwei Parts auf. Das heißt dann nachher Part, meinetwegen Part 5. In Klammern 1 von 2. Und dann heißt es nachher Part 6, nee, Part 5, 2 von 2 und so weiter. Ihr versteht. Hey. Hey, Easy Pete. Howdy. Howdy. So. Habe ich doch. Ja, Sprengstoff sind wir nicht gut genug drinne. Und ich muss auf jeden Fall. Yep. Und ich muss auf jeden Fall meine Sensitivität hochstellen. Runter. Ich meine, so geht das, da habe ich sie jetzt eben schon runtergestellt, aber so allgemein. Ich glaube, die Maus steht gerade irgendwie 2800 dpi. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall gehen wir jetzt zu unserem guten Kollegas da oben hin. Zu dem guten Kollega. So, das müsste Easy Pete's Markierung sein. Ja, und dann werden wir jetzt mal gucken, was die Pulverbande uns zu sagen hat. Hallöchen! So, Timer läuft. Jo, läuft alles. Hallöchen! So, wir sind bereit. Hilfe! Geil. Auf cool läuft er von alleine. Das ist ja geil. Das ist nice. Gut zu wissen. Hallöchen. Hallo, Ringo. Wie sieht der Plan aus? Sind wir bereit? Packen wir es an. Gut, ich bin bereit. Hoffe ich zumindest. Subi, dann muss ich jetzt. Wird Zeit loszulegen. Die Pulverbanditen sind zum Spielen vorbeigekommen. Wie viele sind es? Mindestens 6 mit Joe Cobb. Sehen ziemlich hart aus. Dann mal los. Ich lege mich beim Laden auf die Lauer. Hoffentlich schafft es die Bande gar nicht so weit. Okay, tu das mal. Bevor es hier richtig losgeht, werde ich nochmal ganz kurz die Waffen nachgucken. Kleinkalibergewehr. Haben wir da überhaupt Munition überall für? Messer, robuste Karawanenflinte.
Söldner, Gewehr, Wurfspeer. Wir haben nicht mal richtige Waffen. Dann nehme ich erstmal das Söldnergewehr. Au. Ach, okay. Jetzt weiß ich schon mal, was das für ein Gewehr ist. So, let's go. Wir sind natürlich nicht die schnellsten. Da läuft schon jemand. Ich hätte mal fragen sollen, was mit Trudy und den anderen ist, weil die wollten uns ja eigentlich auch helfen. Na, er hat auf jeden Fall auch eine Waffe, das ist gut. Ah ja, die warten hier wohl. So, da kommen sie. Ah, okay. Das ist gut zu wissen. Aber wie geil ist das denn? Hahaha, oh. Und mein Arm ist verkrüppelt. Das ist gar nicht gut. Wie geil ist das bitte? Dieses Gewehr. Haha. Down, man. So, er ist auch noch einer. Pulverbanditen, verrufen. Angesichts ihres wahrlich monströsen Verhaltens sind sie in der Gesellschaft in Verruf geraten. Subi. Gutsprings vergöttert. Die Gemeinschaft verehrt sie wegen ihrer ausgiebigen Unterstützung und ihren guten Willens. Das ist doch schön. Gutsprings Siedler, rechtes Bein verkrüppelt. Jo. Dafür schulde ich ihnen eine Menge. Hier, das gehört eigentlich der kaminroten Karawane. Aber das werde ich denen schon erklären. Keine Ursache. Haben Sie nicht vorhin erwähnt, dass Sie mich nicht sofort bezahlen können? Scheint ein bisschen wenig für meine Mühe. Mehr habe ich nicht bei mir, aber wenn Sie mich im Hauptlager der kaminroten Karawane besuchen, bekommen Sie den Rest. Das ist gut zu wissen. Hätte ich das, wenn ich das nicht gesagt hätte. Ja, Leute, und ich habe es zwar alles hier legal bei Steam gekauft, das ganze Spiel. Oh, Körperteile heilen. Das lese ich gleich vor. Aber ich habe mir einen Uncut-Patch reingehauen, so dass wir jetzt das Spiel in vollen Zügen genießen können. Es gibt Körperteile heilen. Es gibt drei Möglichkeiten, ein verkrüppeltes Körperteil zu heilen. In einem Bett schlafen, einen Arzt finden oder Selbstheilung mittels Stimpak. Stimpaks sind zum allgemeinen Heilen verwendet werden. Hierdurch wird auch Verkrüppelungsschaden etwas gelindert. Oder direkt in ein verkrüppeltes Körperteil injiziert werden, um Verkrüppelungsschäden zu heilen. Um mit einem Stimpak ein verkrüppeltes Körperteil zu heilen, wechseln Sie in Ihrem Pip-Boy in den Bildschirm Statistik und klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Körperteil, um ein Stimpak darauf anzuwenden. Okay, das ist gut zu wissen. Das heißt, Statistik... Oh Gott, die Maus flitzt wieder. Statistik, Status. Und dann müssen wir da jetzt einfach nur rauf klicken und dann würden wir dann Stimpak drauf verwenden. Aber ich gehe einfach gleich schlafen. Aber vorher... Oh, nice. Vorher looten wir die Kollegen. Schlichtes Pulverbanditen-Outfit können wir verkaufen. Oh, jetzt habe ich auf alles nehmen gedrückt, auch gut. Egal. So, hier haben wir unseren guten Joe Cobb. So, Patrone, Revolver, Hülse, Korken, dein Stealth Boy. Ja, komm, nehmen wir auch alles mit. Was haben wir hier? Dynamit. Nice. Einschussflinte. Hülse. Ja. Gut, verlassen E. Ah ja, gut. Ich habe doch eben auch E gedrückt. Egal. So, mein Auge tut weh. Das ist irgendwie ein bisschen gereizt. Das ist nicht so eine gute Idee, jetzt vorm PC zu sitzen. Egal. Dynamit. Einfaches Pulverbanditen-Outfit kannst du behalten. Ah, Wert 3. So, das Gewehr nehme ich natürlich mit. So, das waren jetzt aber erst 4 oder 5. Ich habe das nicht genau mitgezählt. Joe Cobb ist leer. Ihn hatten wir auch, ne? Ja. Hm,
Hier war doch noch einer, genau. Dem habe ich doch auch meine Granate in die Fresse geschossen. So, nochmal dreimal Dynamit. Der Cowboy-Hut. Geil. Einschussflinte. Einfaches Pulverbanditen-Outfit. Dann nehmen wir die ganzen Hülsen nochmal mit. So hatten wir ihn schon. Ja. Hackbeil. Lol. So. Oh, hier, du hast dein Bein vergessen. Hier. Hallo, ich rede mit dir, da liegt ein Bein von dir. Also, bevor du weggehst, nimm das bitte mit. Ich habe keinen Bock, das für dich zu entsorgen. So, und es wird auch schon Abend. Durchsuchen, Pulverbandit. Was soll das darstellen? Ich will es gar nicht wissen. So, jetzt müssen wir gleich in dem Bett schlafen, damit unsere Verletzungen heilen. Aber vorher reden wir nochmal hier mit beispielsweise Trudy. Gut, dass das alles gelaufen ist. Mir ist es lieber, wenn es in Good Springs schön ruhig ist. Das kann ich glauben. Das glaube ich dir. Ja gut, zeig mal dein Angebot. Für das, was Sie für uns getan haben, bekommen Sie einen Sonderrabatt. Danke, mein Schatz. So, was haben wir hier? Oh, wir haben sogar Granaten. Ach, das ist wahrscheinlich das, was ich verschossen habe gerade. Arzttasche, den Cowboy-Hut will ich aufsetzen. Dynamit, Einschussflinte. Elektroschrott kannst du haben. Ja, Nulldeckel. Ha, geil. Ich weiß nicht, ob man die noch gebrauchen kann, entladene Energiezellen. Aber das wird sich alles mit der Zeit noch aufklären. Gegen Gift, gepanzerter. Bla. Heilpulver, Hülsen, Kamera, Kehlspaltungsbatterien. Leguan am Stiel, den werde ich auf jeden Fall nicht verkaufen. Mentats Messer kannst du haben. Patrioten Kochbuch, Prügeln. Prügeln aktuell. Redex, Redaway, Reparatursatz, robuste Karawanenflinte, ruhige Hand, schlechtes. Das Sensormodul behalten wir mal. Wer weiß, wofür das noch gut ist. Trostlosigkeitsgift kannst du mal haben. Brauche ich, glaube ich, nicht. Ball 30 Kantine. 13. Kannst du auch haben, meinetwegen. Wurfspeer behalte ich und die Pistole auch. Hilfe, das ist so sensibel. Kleidung, Stammesüberfellrüstung. Schadensschwelle 4 kannst du haben. Ach, die hat... Ich Idiot. Die hat gar kein Geld mehr. Dann natürlich nicht. Auf Wiedersehen. Passen Sie auf. Ja, ja. Ich passe auf. So, dann gehen wir jetzt in unser Haus, das ich hoffentlich wiederfinde. Das müsste hier irgendwo sein. Nehmen Sie ein Schlückchen aus Ihrem vertrauensvollen... What? Hallo, Kollege. Hey, Kollegas. Wir brauchen mehr Leute wie Sie. Tja, ich bin toll, ne? Warte mal, wo war denn das Haus jetzt? Nein, das war da nicht, sondern da längs, meine ich. Jetzt habe ich mein Haus verloren. Schöne Nacht. Schön ruhig hier in Good Springs. Also dafür, dass wir gerade eine Schießerei hinter uns haben. Kann man die Waffen nicht irgendwie wegpacken? Nein, das will ich nicht. Ja, was ich zwischendurch nochmal erzählen könnte, ich glaube, das ist unser Haus. Ich habe ein Studiomikrofon bestellt und das müsste jetzt eigentlich bereits angekommen sein. Ja, falsches Haus. Ja, wie gesagt, es müsste jetzt eigentlich angekommen sein bei meiner Mutter. Und dann werden die Aufnahmen meiner Stimme in Zukunft noch schöner sein. Dann könnte meine schöne, erotisch tiefe Stimme, die durch dieses Headset leider nicht so zur Geltung kommt, könnt ihr dann in voller Pracht genießen. Ja, Leute, denn... Howdy. What the fuck? Vielen Dank. What? Alles klar? Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist mein Haus, oder? Geil. Nee. Ah, Mann. Darf ich nicht schlafen. Oh, fick dich. Willst du Hilfe kosten? Ich bin versteckt. Das hast du nicht gesehen. Ich
weiß nicht, warum ich Karma verliere, wenn ich nicht gesehen werde, aber egal. So, ich will jetzt mal wissen, wo hier mein Haus war. Ich habe mein Haus verloren. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, ihr könnt meine tiefe, erotische Stimme genießen. Sobald ich dieses Mikrofon in voller Montur vor mir stehen habe. Und jetzt sprechen wir mit Victor und gucken, ob er uns was zu erzählen Howdy, hat. Partner. Howdy. Howdy, Partner. Wann werden die Viehdiebe denn auftauchen? Sie waren da. Der Kampf ist vorbei. Hast du die Schüsse nicht gehört? Du warst mir ja eine große Hilfe. Hast dich während des Kampfes nicht mal blicken lassen. Hast du die Schüsse nicht gehört? Ich habe überhaupt nichts gehört. Bin da wohl einen Moment eingenickt. Wissenschaft, vielleicht ist was an deinem... Ach, verdammt. Auf Wiedersehen. Gute Reise. Ja. Howdy, Partner. Howdy. Ach, schade. Können wir nicht machen. Gute Reise. Ja, Wissenschaft haben wir leider nicht genügend und das Haus...